So, hallo und herzlich willkommen zurück. 5 Missionen haben wir hinter uns. Wir gehen jetzt in die 6. Mission rein. Okay, City of Fury. Wir haben mal von der letzten... Can I just blow the door up? Von der letzten Folge ja schon gesehen, dass hier am Anfang schon mal keine Gegner waren, wie in die zwei vorherigen Folgen. Oh, da haben wir schon wieder keine Munition, schaut euch das an. Oh, der hat uns sogar noch erwischt hier. Jede Menge Gesundheitspunkte. Jetzt warte mal, irgendwie müssen wir da hoch. Rüstung, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, kommen wir so schnell hier hinter? Müssen wir mal gucken, ob die offen bleibt oder zugeht. Ja, schaut euch das an. Also, da müssen wir schnell sein. Boah, ich hoffe mal, wir schaffen das. Ja, jetzt ohne Scheiß, jetzt haben wir aber wirklich geradeaus durch. Hey. So, der hat eine Gatlin, denken wir schon, was schießt denn jetzt der so? Ja, wie machen wir das am blödsten? Wir schaffen das in der vorgegebenen Zeit hier nicht. Oder wir springen und drücken das. Machen wir es so. Aber ich glaube, das nimmt jetzt auch nur wirklich eine Sekunde hier in Anspruch. Das ist ja bitter. Gibt es irgendeinen Boost zum schneller Laufen? Also ich glaube nicht. Ah, daneben. Daneben gedrückt. Also das heißt daneben gesprungen oder dann zu spät gedrückt. Probieren wir es mal nochmal. Nein! Okay, jetzt lassen wir mal das Tor sein. Schauen wir auf die andere Seite, was es hier noch gibt. Ach. Oh, du machst meine ganzen Gesundheitspunkte für den Arsch. Ach, hier ist eine Treppe. Also ich glaube, dass die Map eigentlich wirklich nur aus dem Ganzen hier besteht. Und nicht wie die anderen Karten hier sonst was für ganzen Gänge nach unterirdisch, nach oben und so weiter haben. Schaut zumindest so aus. Versteckte Wände gibt es hier nicht. Ich glaube, das wird eh zu lange dauern, bis wir das alles finden. Hey, langsam. Hm.
Ja, ihr müsst aber aufpassen, ob ihr dann hier schon wart oder nicht, ja. Hier da mal Rüstung. Also waren wir hier anscheinend noch nicht. Da haben wir irgend so ein Secret. Ich glaube, zum Abschießen nur reicht es auch nicht. Okay, wir haben einen grünen Schlüssel. Schon mal sehr gut. Wie geht es hier nach oben, dass wir da hinkommen? Wir haben ja nicht wirklich irgendwas, wo wir hochspringen können. Ah, shit. Aber eine grüne Tür haben wir eigentlich überhaupt noch nicht gesehen hier. Warte mal, hier geht auch eine Treppe hoch. Ja, da sind wir runtergekommen, oder? Ne, wir sind in der Mitte irgendwo. Also hier mal grün. Ah, hier brauchen wir die drei Schlüssel. Also grün ist aktiviert, gelb und rot brauchen wir noch. Boah, Gesundheit ist recht weit unten, ne? Nein, 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 hau ab, ey. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die Viecher, die ich am meisten hasse hier in dem Spiel. Die, wo auf euch hier zuspringen. Munition haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt schauen wir hier. Ah, jetzt kommen die raus. Also ich glaube, wenn die zu nah an euch sind, dann teleportieren die sich nicht mehr weg. Also so hat es zumindest jetzt ausgeschaut. Okay, also da drüben, die schließen sich nicht mehr. Wir müssen dann nur mit dem einen hier aufpassen, dass wir wieder auch rechtzeitig das schaffen mit dem Rüberrennen. Also ich verstehe nicht, wie wir das machen sollen. Ihr habt ja gesehen, dass wir dann schon im Spring eigentlich versuchen, den Knopf zu drücken. Aber wir schaffen das nicht. Vor allem, wie kommen wir eigentlich hier hoch? Ja, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh, was ist denn hier los? Gott sei Dank hatten die keine Waffen. So. Nö, da waren wir auch noch nicht. Doch, da waren wir schon. Das war der Bereich, wo wir hier drüber gesprungen sind von hier oben. Genau, und hier ist es nämlich mit dem Knopf. Ah, shit. Das war nix. Da bin ich hängen geblieben. Komm. Ich kann aber auch schon nicht schneller laufen. Mal schauen, ob wir hier rüberkommen. Komm. Komm. Da, schau hin. Das klappt nicht. Was
haust du denn hier an Gesundheit weg? Ja, wie Leute, wie sollen wir jetzt hier rüberkommen? Wir bräuchten wirklich irgendwas, wo wir mehr Adrenalin oder irgendwie sowas haben. Weil wir machen ja eigentlich auch nichts falsch. Auf jeden Fall ist wenigstens mal unsere Gesundheit wieder voll. Na, müssen wir mal schauen, wie wir hier im Blitzen hinkommen. Also, wir müssen hier drüben vorbeilaufen. Ah! Daneben gedrückt. So, nochmal. Hey, wieso? Ich drück doch auf E, wenn ich da vorbeilaufe. Ah, jetzt rennt der voll schnell. Moment. Komm, 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 komm. Yes, 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 yes. Nice, wir haben's. Perfekt. Geht doch. Ah, gesund. Ich habe gedacht, roter Schlüssel. Ja, hier haben wir einen gelben Schlüssel. Warte mal, jetzt holen wir uns erstmal hier die mit ihren Feuerbällen. Wo ist der? Aber ich glaube, so weit können die gar nicht hier hinfeuern. Nein, weg, weg, weg. Oh, fuck. Gehen wir erstmal noch hier oben. Mm. Das sind die Dinge, die vorhin hier aufgingen. Wo dann diese fliegenden Gegner rausgekommen sind. Ah. Okay. Ist hier was drin? Ne. Also ist das eigentlich unwichtig für uns hier? Jetzt wird dann, glaube ich, das Ding hier aufgehen, oder? Ja. Schnell, 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 schnell. Wir haben alle Schlüssel. Boah, die erstmal weg hier. Nein! Oh, fuck, Gesundheit. Boah, Gott sei Dank. Ah, nein, da oben auch noch. Lass es bitte den letzten gewesen sein. Schaut gut aus. Jetzt müssen wir dann erstmal davor. Und die anderen beiden Schlüssel aktivieren. Mal schauen, was dann passiert. Rüstung. Natürlich ist auch jetzt die Frage, wo war das mit den Schlüsseln? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Müssen wir erstmal die ganze Gesundheit hier mitnehmen. So, Schlüssel, Schlüssel. Kurzer Überblick mal schnell. Wo haben wir das mit den Schlüsseln? Shit, wo war das mit diesen Schlüsseln? Ah, hier. Genau. Kommen wir nochmal alles Gegner hier. Kurzer Check, da ist noch einer. Aber wo?
time to get serious. Wo hören wir den Gegner? Oh mein Gott, ich befürchte Schlimmes. Was haben wir jetzt? Time to survive. Okay, wir sollen töten und überleben. Gibt es hier eine Zeitvorgabe? Was ist denn das überhaupt? Wie viel Munition haben wir? 9? Oh, ne. Dann pass mal lieber auf, dass wir nicht so viel Munition hier verwenden. Von, also der anderen Waffe. Na, vor allem, wenn natürlich die Gatling Gun hier alle ist, ist dann auch blöd. Jetzt ist sie nämlich gleich alle. Gebt mir Munition. Aber jetzt kommen die blöden Viecher auch noch. Ah, shit. Boah, was ist denn jetzt los? Kommt mal alle zu mir her. Komm. Nein. Alter, die Gesundheit haut jetzt richtig runter. Andere Waffe. Warte mal, Raketenwerfer, wo ist der? Wo ist der? Kommt her, Viecher. Das wird immer mehr, das hört gar nicht anders da auf, ey. Das hört nicht auf. Naja, jetzt glaube ich, wird's langsam. Lass mal das Viecher. Ja. Die Viecher alle weg. Die nerven. Ja, jetzt. Könnten wir euch alle mit der Keule erledigen. Und dann, glaube ich, hätten wir auf jeden Fall verloren, wenn wir hier mit der Keule anfangen würden. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal Gesundheit hier wieder nehmen. Da schaut es nämlich nicht mal so gut für uns aus. Und vor allem genügend Munition braucht man. Boah, schaut euch das an. Nein, weg, weg, weg. Wir haben zwar Höllenspeed, aber unser Schaden ist aber nicht höher. Aber ich glaube, das war der letzte. Schaut zumindest so aus, oder? Jetzt werden wir erstmal noch ein paar Sachen hier einsammeln. Boah, das war jetzt bitter. Schaut mal an, was hier am Gegner rumliegen. Das ist schon krass. Da noch die Gesundheit. Wir wissen ja nicht, was jetzt noch kommt. Time to survive. Aber das endet hier irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob wir zu dem Tor dahinter müssen. Werden wir jetzt einfach mal hingehen, da sehen wir schon, was rauskommt.
Jetzt erstmal hier. Also Gesundheit. Wir haben jetzt eigentlich alles. Wir gehen jetzt mal hier hinter. Bin immer gespannt, was jetzt kommt. Ob wir hier überhaupt richtig sind. Komm, lass mich bitte richtig sein. Oh nee, oder? Can't open. Wir können das so nicht öffnen, also wir brauchen irgendwas dafür. Es kann ja wirklich sein, dass wir irgendwo einen Gegner hier übersehen haben. Und wegen dem jetzt dieses Tor hier nicht aufgeht. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal schnell hier vor. Jungs, was haben wir vergessen? Aber hier ist doch kein Gegner mehr. Vor allem, ihr seht, der killt alles, was sich bewegt. Oh, da wird es mal ein bisschen unheimlich. Ich glaube, da dürfen wir nicht hin. Weil wenn wir natürlich jetzt darauf gehen, müssen wir die ganzen Typen hier nochmal machen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir hier nochmal reinkommen. Hey, bestimmt, aber jetzt sagt mir bitte nicht wegen dem hier oben, oder? Das wäre natürlich ärgerlich. Ne, geht auch nicht auf. Komm, wo bist denn du? Scheiße. Aber ich glaube, wir kommen hier aber sonst auch nicht mehr rein. Wäre halt super, wenn er da oben durch so ein Loch schauen würde. Aber ihr hört ihn. Hört zu, wenn wir uns da hinstellen, hören wir ihn. Dürfte ja normalerweise auch nicht sein, oder? Wenn wir hier draußen sind, hätte doch der eigentlich mit uns gar nichts mehr zu tun. Oder gibt es hier oben irgendwas, was wir drücken müssen? Oder ich würde ja brüllen, wenn wir diesen... dieses Artefakt oder was es ist, nehmen, wenn wir so schnell laufen, dass wir dann bis dahinter kommen, bevor das Tor zugeht. Also das kann natürlich auch sein. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier reinkommen. Wir können hier nicht wirklich irgendwas machen. Ne, es geht nicht auf. Wie kommen wir hier rein, Mensch? Was haben wir falsch gemacht? Ja, und hier kommen wir auch nicht hoch. Jetzt, komm, jetzt laufen wir einfach mal hier hinter. Na, ihr merkt schon, da geht es auch nicht weiter.
Also irgendwas hängt hier in dem Spiel. Dass irgendwo vielleicht ein Gegner festhängt. Den wir jetzt vielleicht noch brauchen. Oder ich habe keine Ahnung. Time to survive. Wir leben noch. Ich hoffe halt wirklich, dass es wirklich nicht dieser Kerl hier oben ist. Das wäre natürlich richtig bitter. Aber wir haben keine Chance, hier nochmal reinzukommen. Ne. Really? Are you serious? Ah. Also schaut so aus, dass wir wirklich da außen rumlaufen müssen. Aber jetzt können wir halt nur hoffen, dass das auch wirklich stimmt, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber wenn ich jetzt wieder zu dem Tor hinterlaufe und es geht nicht auf, also dann weiß ich natürlich nicht mehr, was wir machen müssen. So, da dürfen wir nicht hinter. Ihr seht, da wird es langsam auch wieder so hell. Und den hier oben sehen wir nirgends. Hier haben wir auf jeden Fall alles volle Munition. Aber es muss doch irgendwas geben. Irgendwas in diesen Stützen hier, ne. Also dann gehen wir nochmal hinter, dann sehen wir es ja. Wir haben jetzt wirklich alle Gegner, die was hier noch waren. Wir können nochmal kurz hier rüber schauen, aber ich denke, dass hier auch mit der Zeit weiß wird. Ja, schaut an. Also jetzt müsste das Tor aufgehen. Und wenn nicht, dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter. Komm bitte. Ne. Das geht nicht auf, Jungs. Wir haben alle drei Schlüssel. Wir haben die ganzen Dinge aktiviert, sonst wäre die Tür nicht aufgegangen. So ein Mist. Also wenn wir halt wenigstens hier wieder reinkommen würden, nur für kurze Zeit. Vielleicht hängt der wirklich an irgendeiner Ebene fest, die die Tür, also was hinter der Tür und was hier vor der Tür ist, verbindet. Dass er deswegen zum Beispiel vielleicht nicht gezählt wird, das kann sein. Anders kann es man nicht erklären. Okay Leute, wir kommen hier nicht mehr weiter. Es geht nicht. Wir müssen jetzt mal dringend schauen, was wir hier machen müssen. Wie gesagt, wir haben alle Gegner erledigt. Es kommen keine mehr. Das Tor geht nicht auf. Ich muss mich jetzt mal erkundigen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. We'll be right back.